Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir feiern heute den 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel. Und wir haben Grund zu feiern. Wir haben Grund zu feiern, weil dort etwas gelungen ist, was in der Geschichte eigentlich kaum möglich erschien. Hier sind eben Theodor Herzl und Arthur Balfour zu Recht erwähnt worden. Aber ich will auch an die Tausenden von jüdischen Siedlern und Pionieren erinnern, die in Palästina, im Land ihrer Vorfahren, noch lange vor dem Holocaust angefangen haben, jüdisches Leben wieder aufzubauen. Es war aber erst der Zivilisationsbruch der Shoah, es war erst der Holocaust, der es möglich gemacht hat, dass die internationale Gemeinschaft der Gründung des Staates Israel zustimmen konnte. Und es war am 29. November 1947, dass die Vereinten Nationen den Staat Israel beschlossen. Und bei der Unabhängigkeitserklärung am 14. Mai 1948, als David Ben-Gurion die Urkunde verlas, mit der der Staat auf Grundlage dieses Beschlusses der Vereinten Nationen errichtet wurde, noch in derselben Nacht erfolgten die Angriffe der arabischen Nachbarn auf den Staat Israel, der heute genauso bedroht ist wie in der Nacht seiner Gründung, der heute genauso verteidigt werden muss wie in der Nacht seiner Gründung, der genauso die Hilfe der internationalen Gemeinschaft braucht wie in der Nacht seiner Gründung, meine Damen und Herren. Und doch, die Entwicklung des Staates Israel, es ist hier gesagt worden, ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Es ist ein Land der Freiheit. Ein Land, in dem Menschen ohne Furcht vor Antisemitismus leben können. Es ist ein hochentwickelter Industriestaat mit Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft. Und es ist die einzig funktionierende Demokratie im Nahen Osten. Israel ist ein wichtiger wirtschaftlicher, politischer Partner Deutschlands und der Europäischen Union. Aber angesichts der Spannungen in der Region, der Lage in Syrien, des sich Heranarbeitens des Iran an die israelische Grenze, angesichts gemeinsamer Bedrohungen wie des Terrorismus, aber auch angesichts gemeinsamer wirtschaftlicher und politischer Interessen ist es das Gebot der Stunde, meine Damen und Herren, die Zusammenarbeit mit Israel noch viel stärker auszubauen. Und meine Damen und Herren, ein solcher Jahrestag, ein solch feierlicher Anlass ist sicher ein guter Zeitpunkt, um sich an die wirklich großen Linien heranzuarbeiten und sie zu diskutieren. Aber ich bedauere wirklich, dass es nicht gelungen ist, mit den vier demokratischen Fraktionen der Mitte hier einen gemeinsamen Antrag vorzulegen. Und ich kann nicht verstehen, dass die Grünen auf einen Antrag der Linken mitgegangen sind, einer Partei, die in der Vergangenheit sich durch Fraternisierung mit radikalen, gewalttätigen arabischen Gruppen hervorgetan hat und deren Anhänger viele Maßnahmen der sogenannten BDS-Bewegung unterstützen. Ich habe im Europäischen Parlament selber erleben müssen. Lieber Kollege Nuripur, im Antrag steht drin, dass die deutsche BDS-Bewegung abgelehnt wird. Die deutsche BDS-Bewegung wird abgelehnt. Ich habe in Brüssel selbst erleben müssen, wie die GUE-Fraktion Maßnahmen der BDS-Bewegung immer wieder unterstützt hat, immer wieder anti-israelische Maßnahmen unterstützt hat. Ich lade die Grünen ein, sich das noch einmal zu überlegen. Meine Damen und Herren, in diesem Antrag heißt es auch, ein Problem für die Zwei-Staaten-Lösung sei die Uneinigkeit zwischen Hamas und PLO. Die Hamas, meine Damen und Herren, schafft Probleme nicht nur wegen ihrer Uneinigkeit mit der PLO, mit der Fatah. Sie spricht dem Staat Israel bis heute jegliches Existenzrecht ab. Und meine Damen und Herren, solange israelisches Territorium aus dem Gazastreifen, aber auch aus dem Libanon oder gar aus Syrien beschossen wird, kann es keinen Frieden geben. Die Anerkennung Palästinas als Staat im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung muss das Ergebnis erfolgreicher Friedensverhandlungen sein, nicht die Vorbedingung. Für uns als Freie Demokraten sind drei Dinge klar. Erstens müssen Deutschland und Europa alles tun, damit Israel und die Palästinenser wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Hier hat die Genfer Initiative sinnvolle Vorschläge gemacht. Das Ziel bleibt ein jüdischer, demokratischer Staat Israel in anerkannten und dauerhaft sicheren Grenzen an der Seite eines unabhängigen, demokratischen und lebensfähigen palästinensischen Staates. Zweitens müssen wir alles dafür tun, dass weder in Deutschland noch in Europa oder irgendwo in der Welt antisemitische oder israelfeindliche Äußerungen toleriert werden. Und drittens wollen wir die Zusammenarbeit mit
zwischen unseren Ländern weiter vertiefen, gerade im Blick auf die Jugend und die Zukunft. Wir wollen die Weiterentwicklung des regen Austausches hin zu einem deutsch-israelischen Jugendwerk, damit auch in Zukunft unsere Beziehungen eng bleiben. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion Die Linke.